Willkommen zu The Brief from Brussels. Nur noch wenige Tage, dann geht Brüssel in die Sommerpause. Das dürfte indes nicht für das Team von Ursula von der Leyen gelten. Die künftige EU-Kommissionspräsidentin muss an der Zusammensetzung der neuen Kommission basteln. Sie muss ganz konkret politische Prioritäten setzen und sie muss einen Führungsstil entwickeln, der es ihr erlaubt, die Brüsseler Untiefen zu verhindern. Und nach den Sommerferien sind es nur noch wenige Wochen, bis der Brexit Realität wird. Oder auch nicht. Genug Gesprächsstoff, um sich mit den Verbündeten abzusprechen. Ursula von der Leyen hat ihre Vorbereitungsphase als EU-Kommissionspräsidentin begonnen. In Paris sprach sie mit Staatspräsident Emmanuel Macron vor allem über ihre Klimaziele. Ein anderes Thema war die Zusammensetzung der künftigen Kommission. Das Versprechen einer Geschlechterbalance, das sie nach ihrer Wahl gegeben hatte, war äußerst kühn. Nun braucht sie Macrons Unterstützung. Die Bürgerinnen und Bürger seien klar für eine Parität zwischen Mann und Frau. Das hätten sie bei den Europawahlen zum Ausdruck gebracht. Von der Leyens Rede vor dem Europäischen Parlament habe diesen Ehrgeiz unterstrichen. Frankreich unterstütze dieses Projekt total. Von der Leyen unterstrich andere Gemeinsamkeiten mit Macron. Beide wollten sie ein starkes und vereintes Europa, das sich mit ehrgeizigen Antworten den Herausforderungen wie Klima, Internetwirtschaft, aber auch Verteidigung und Sicherheit stelle. In ihrer Rede vor dem Europäischen Parlament war von der Leyen stark auf Themen eingegangen, die direkt aus Macrons politischem Stammbuch hätten entspringen können, so Beobachter. Dazu gehört vor allem die Klimapolitik. Das sei eine gute Sache, meint Peter Kleppe von Open Europe. In Sachen Brexit habe sie sich zudem offen für eine mögliche weitere Verschiebung ausgesprochen. Aber letztlich dürfte sie sich wenig von ihrem Vorgänger unterscheiden. Gut für sie sei, dass der kontroverse Spitzenbeamte Martin Selmayr die Brüsseler Bühne verlassen habe. Der scheidende Generalsekretär der Kommission galt als graue Eminenz, ein Einflüsterer Jean-Claude Junckers. Was die harte Linie Brüssels in den Brexit-Verhandlungen angeht, so könnte sich von der Leyen als pragmatischer erweisen. Aber das könnte auch ein Irrtum sein. Mit Macron hat von der Leyen vielleicht ihren engsten Verbündeten. Aber sie hat auch erkannt, dass sie Osteuropa nicht vergessen darf. Deswegen gehen ihre nächsten Reisen nach Warschau und nach Kroatien. Das war's für heute. Machen Sie's gut.